Wo ist denn der? Da ist er. Alter! Na, Alexa? Bist du eigentlich von Amazon angestellt? Also Alexa und so? Ach ja. Warte mal, ich habe noch den anderen Typen, mit dem ich reden kann, ne? Scheiße, wo war der Baum da hinten? Für einen Priester hast du eine ziemliche Waffe dabei, Alter, weißt du das? Harddekor. So, nimmt noch alles auf, ja? 2 Stunden 14, meine Stimme hört mal. Figaro, Figaro. So, ein Deckkäse jetzt. Niemand überholt mich. Oh, das Ding hat überlebt. Na gut, dann darf es weiterleben. Mit einem Pfeil im Arsch, aber es lebt noch. Der Baum des Herakles. Liebt man ihn wegen der Legende oder wegen seiner Oliven? Egal. Komische Oliven. Ist der Priester. Der steht hier voll offensichtlich rum, fragt mich zu blöd. Ich danke dir für deine Verschwiegenheit, Adlermann. Grüßes, Augen und Ohren sind überall in diesem Heiligtum. Ach, du bist so gut wie tot, Mann. Was kannst du mir noch über die Spartanerin und ihr Kind erzählen? Die Frau ließ die Decke des Kindes zurück. Wir wollten sie ihr wiedergeben, doch die Erinnerung war zu schmerzlich für sie. Wo ging sie hin? Was geschah mit dem Kind? Grüßes hatte recht. Du kennst die Regeln, Timoxenos. Du wirst ihren Zorn spüren. Pleistos, bitte! Stellt euch hinter mich, Priester. Ich kümmere mich um die beiden. Oh, da ist ja noch einer. Verdammt, wenn ich das gewusst hätte. Warum kämpfst du mit der verdammten Feuerpfanne? Was ist das, Alter? Hey, gib dir den Kick, wenn du brauchst. Tja. Satz mit X war wohl nix, hä? Und wie der verdammte Priester auch ein fettes Turmschild dabei hatte, Alter. Ah, schönes Schlangenschild. Was mache ich jetzt? Hä? Oh, da kommt der Typ wieder. Ja, also. Asklepios sei Dank. Mögen die Kranken Ruhe. Naja, die Toten hier finden keine Ruhe mehr. Die sind tot. Und jetzt? Okay. Sich die Zunge rausgeschnitten. Es wirkt leider eher so, wie wenn sie ihm die Zunge rausgeschnitten hätten. Weil gerade er der Typ war, der immer über sie gesprochen hat. Scheiß Spackos, Alter. Irgendwer sollte mal den Söldner hier wegräumen. Irgendwer hat ihn umgebracht. Aber niemand weiß, wer das war. Niemand weiß, wer das war. Klar? Niemand. Oh, scheiße, da liegt noch mal einer. Es gibt hier zu viele. Wenn du noch einen Schritt näher kommst, Entschuldigung. Hast du ein echtes Problem. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Nein, habe ich nicht. Was für ein Problem denn? Lebt er jetzt noch? Jetzt nicht mehr. Das ging schnell. Ich hab's echt drauf, Mann. Wachen! Die sind tot. Und ihr seid sicher nieder. Er spricht nicht. Das habe ich gehört. Ich will herausfinden, warum. Grüßes hat ihm das angetan.
Ich dachte, er schnitt sie sich selbst heraus. Um seine Loyalität zu beweisen. Und was hätte Krysis davon, wenn sich ein älterer Priester die Zunge herausschneidet? Medon ist ein fürsorglicher, großzügiger Mann. Ich will Antworten von ihm, nicht von dir. Erzählt mir von der Spartanerin und dem Säugling. Er kann nur mit Ja oder Nein antworten. Die Spartanerin. War ihr Name Myrine? Man sagt, sie hatte einen Säugling dabei. War es ihr Kind? Das Kind war dem Tode nah, als sie hier ankam. Medon betete für sein Leben. Ihr habt das Kind gerettet? Nicht? Er tat, was in seiner Macht stand. Doch das Kind war schwer verletzt. Sagte die Frau, wohin sie gehen wollte. Teilen alle Priester des Heiligtums ihr Bett mit Dienern? Ich bin nicht seine Dienerin. Uns verbindet ein heiliges Band. Heilig? Sicher. Ach, Alexis, sei doch kein Arsch. Ich weiß, warum Krysis euch dazu brachte, euch die Zunge rauszuschneiden. In der Nacht, in der meine Martha mit meiner Schwester herkam, hielten die Priester und ihr sie für tot. Krysis wollte nicht, dass ihr das ausplaudert. Es war ganz anders. Was weißt du schon? Du warst doch gar nicht dabei. Er erzählte mir die Geschichte viele Male, bevor die Hexe seine Stimme raubte. Er versuchte, das Kind zu retten. Er tat, was er konnte. Das Kind war Demos. Also, die andere halt die Cassandra. Ich glaube euch nicht. Tot? Wie kann mein Kind tot sein? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du hattest Glück, dass sie so lange überlebt hat. Dieser Sturz war verheerend. Mein Kind! Mein Kind! Hör zu, wir können hier nichts mehr für dich tun. Mach dich wieder auf den Weg. Gelobt sei Hera. Sie sind tot. Sie sind beide tot. Okay, jetzt sagt mir nicht, dass ihr nicht lachen musstet, weil der Tote selten im Hintergrund liegt. Die heult und ich kann nur lachen. Ich weinte um die Spartanerin, so weit weg von ihrem Zuhause. Ihr Kind war schlimm zugerichtet und atmete nur schwach. Sagt es mir, bitte. Ich muss es wissen. Nicht einmal Apollon hätte das Kind retten können. Medon erzählte mir von den Tränen der Spartanerin. Sie hielt das Mädchen im Arm, sang ihr vor, bevor sie sie den Göttern übergab. Krysis nahm das Kind an sich, nicht wahr? Und ihr durftet nicht mehr reden, um es geheim zu halten. Wo ist Krysis? Es gibt einen Altar, zu dem die Menschen ihre kranken Kinder bringen. Dorthin brachte sie das Kind. Du findest ihn nahe der Statue des Apollon Maleatas. Und Krysis ebenso. Die Menschen suchen in diesem Heiligtum nach Heilung. Doch ich finde hier nur Sterbende ohne Hoffnung. Priester ohne Zungen. Und Kinder, die einer Verrückten überlassen werden. Nein, meine Mutter war eine Närrin, euch zu vertrauen. Ich werde Krysis finden und sie wird teuer für ihre Taten bezahlen. Okay, das machen wir auf jeden Fall noch. Da habe ich jetzt Bock drauf. Ruhig, mein Kind. Möge Hera unsere heilige Familie sehen. Anbeterin der Blutlinie. Ja, gehen wir kurz zurück. Wo ist die Alte? Da. Schön, schön, schön. Unentdeckter Weiser. Helden des Kults, Anbeter der Blutlinie. Wenn ich meine Martha finde, ist Krysis der Schlüssel. Ich muss diesen Altar des Apollon Maleatas finden. Warum stehen die eigentlich wieder hier? Ich hab die umgebracht, Mann. Bin nur auf der Durchreise, keine Sorge. Oh, ist das schon wieder ein Söldner? Willst du denn mich verarschen? Warte mal, wo muss ich eigentlich hin? Karti. Argolis. Tal der. Südöstlich des Tals der Träume. Sinkgrube des Herakles? Scheiße, was ist das? Das gehört noch zu Argolis, das heißt, es müsste auf 22 sein.
Südöstlich, Teil des Tals der Träume. Südöstlich, das wäre dann hier oben. Ich habe gerade Bock, dahin zu gehen. Okay, wir gehen erst dahin und dann gehen wir zu der Alten und schlachten sie ab. Ich meine, sie stirbt sowieso heute noch. Also, bei mir. Ob das in der Folge jetzt noch ist, wo ist ihr? Ich weiß es nicht. Wir schauen, wie lange es dauert. La 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 la. Ey, scheiße, das kann... Kann nicht sein, dass sie da einfach überlebt. Sehr gut, danke. La la la. Hallo. Ich weiß nicht, was es macht, aber okay. Mach mal. Scheiße! Keine Nervensäge. Ja, gehen wir nicht auf den Sack, Mann. Dämliches Mistvieh. Was ist denn das hier? Ich gehe mal weiter und ignoriere es. Aussicht des Perseus. Hä? Setz los, Alter. Ich bin mal gespannt, wann der Wolf wieder auftaucht. Ich hoffe, der hilft uns so am Schluss. So, hey, die bringen wir alle um. Ah. Schön, schön. So. Ach, ich liebe die Ausblicke, also. Es ist zu groß, das Spiel. Es ist so fucking groß, Mann. Aber es ist trotzdem so geil und gut aussehend, Mann. Und es soll ja Ubisoft, so hat er scheinbar angekündigt, bis April 2022 sollen 5 AAA-Games kommen. Eins davon wird natürlich Watch Dogs 2 sein. Und... Warte mal, wo laufe ich hin? Laufe ich richtig? Ja, laufe ich. Jetzt ist die Frage, ob das nicht... Alter, scheiße, wie weit ist das weg? Ach, okay, 331, das geht ja noch. Jetzt ist die Frage, das eine ist Watch Dogs 2. Das eine wird dann, Scheiße, was war denn das? Oh, scheiße! Was war denn das jetzt? Bist der geflogen? Was bist du für einer? König der Bestien. Oh, geil. Nemeische Löwe. Okay, das wird lustig. Das Gebiet wird gut bewacht. Oh, fuck. Das könnte lustig werden, ne? Okay, solange ich die Arena nicht betrete, greift er mich nicht. Ah, so ein scheiß Ernst. Jetzt hat. Fähigkeit. Kann ich die jetzt schon upgraden? Die da. Ah, oh, Speerstufe 5. Leck mich, ey. Gah. Das kann ich erst. Vorklamm heimlich Rang 1. Das ist eine Fähigkeit, Alter. Der ist der verdammte Busch. Cool. Bewegung und Attentate. Ja. Waffenbeherrschung. Alter, die Waffe sauber und scharf. Erhöhe den Kriegerschaden um 30%. Erhöhe die Chance auf kritischen 40%. 40 mehr Schaden an. Was ist denn das da? Aufgeladener Schwertangriff. Stimmt, das Wort ist. Bist du gerade daher?
Ich werde ihn dir jetzt abschießen, ne? Jetzt, Alter! Was zur Hölle stimmt mit dir nicht? Verdammt nochmal. Was sind das für Spackos, was hier rumlaufen? Wo ist das Heilungsding eigentlich da? Ach, Schweiße, Speerstufe 5. Da ist der Kick. Speerstufe 5. Ja, dann könnte man das da eigentlich einfach machen. Das da ist ja eiliges Attentat, bla bla. Zeit verlangsamen. Das ist auch eine Fähigkeit zum Zuweisen. Ich brauche die Fähigkeitszuweisungsdinger nicht. Die sind mir komplett egal. Fähigkeit zuweisen. Rüstung um 30%. Finde ich doch auch gut. Fähigkeit. Höchstleistungsangriff. Drei volle Adrenalinsegmente. Fähigkeit. Fähigkeit. Nehmen wir dann das nochmal. Rüstung um 60%. Ach komm, scheiß drauf. Hab ich jetzt eigentlich gespeichert? Scheiße, ich hab nicht mal gespeichert, Mann. Okay, die Folge geht. Das wird auf jeden Fall übergreifende Folge wieder werden. Ja, ich hab mich wieder ablenken lassen. Was will ich machen? Oh Gott! Alter! Scheiße! Bist du ein bisschen blöd? Boah, fuck! Uiuiui. Ja, Junge, jetzt schaust du, Blöde. Was war denn das jetzt? Erst macht er die Attacke nicht, oder macht sie, sagt er, sehen sie nix, ey. Alter. Okay, man kann sie nicht blocken. Ja, hätte ich mir auch selber denken können. Ja, genau, das wollte ich. Alter! Willst du mir jetzt erzählen, dass jetzt ein Scheißer hinterher kommt? Löwe, greif wieder an! Töte ihn! Nein, hör auf mich anzugreifen! Der hat deine Mama beleidigt!
Nein, ich will den Löwen töten. Willst du mich verarschen, dass du mich beenden mit einem Kampf? Kommt da noch einer? Da wollt ihr mich alle verkackern hier? Scheiße! Dann klingst du wie ein Alter. Oh, hoppla. Du schlägst so langsam zu, Mann. Oh, wie sie schon Bescheid weiß. Heilige Scheiße, Mann, ihr habt doch einen Dachschaden, ihr Drecksviecher. Dreckstypen. Fuck. Weißt du, kämpfst gegen riesige fucking weißen Löwen, Alter, der noch speziellen Namen hat und dann plötzlich so, hey, ich erkrieg dich. Ey, das ist ein scheiß Witz gerade, oder? Das Spiel verarscht mich gerade. Ja, wird auch Zeit. Fuck, Mann. Was ist das für ein Witz hier gerade gewesen? Wollt ihr mich denn verkackeiern? Du kommst dahin? Oh, das ist einer der legendären Löwe, den wir töten sollen. Oh, da pisst einer hin. Oh, er pisst immer noch hin. Oh, er pisst immer weiter hin. Okay, gehen wir den Löwen töten. Fast haben wir den Löwen geschafft. Oh, ein fucking Söldner. Oh Gott, wir haben den Löwen geschafft. Was? Kommt da noch ein Söldner? Wollt ihr mich verarschen? Und dann kommst du wieder hoch. Jetzt steht da schon wieder einer Piss da hin. Er ist ernsthaft. Wer denkt sich die Scheiße aus? Ella.